Wenn man auf das Tableau guckt, Laura Dahlmeier, kann man sagen, die Weltmeisterschaften gehen weiter. Laura ganz oben und der Rest hinterher. Tolle Leistung, Glückwunsch zum erneuten Weltcupsieg. Wir haben von Franziska Hildebrand gehört, die Strecke war extrem wellig, extrem schwierig, eisig. Wie ging es Ihnen unterwegs? Also für mich hat es sich angefühlt wie so eine bessere Clubmeisterschaft. Da haben wir früher selber tretende Loipen gehabt, ungefähr sowas heute auch. Ich weiß, es ist jetzt sehr kritisch, aber es waren wirklich keine einfachen Bedingungen draußen. Es war super wellig, uneben, alter Schnee, dann wieder neuer Schnee drauf, teilweise sehr dreckig. Also echt ganz wechselnde Bedingungen zwischendrin, wieder so ein bisschen verwackelte Spur, es ist glasig geworden. Also es war nicht einfach, aber ich glaube, ich habe Glück gehabt mit der ersten Startgruppe. Da waren tendenziell, denke ich, eher noch bessere Bedingungen. Und ja, bei den schwierigen Bedingungen sind dann auch die Abstände, glaube ich, ein bisschen größer läuferisch. Ja, auch dafür gibt es ja solche Testwettkämpfe, dass man dann bis zum nächsten Jahr Olympia das alles ausbügeln kann. Wenn Sie das vorher wissen, dass die Strecke so ist, können Sie dann überhaupt richtig Gas geben, richtig Tempo machen oder ist man da schon tendenziell ein bisschen vorsichtig unterwegs? Ja, es ist so zwiegespalten. Also auf der einen Seite will ich natürlich Tempo machen und nach vorne kommen. Auf der anderen Seite darf man sich da nicht eingraben oder zu sehr aufarbeiten, zu viel Kraft aufwenden, sondern eigentlich versuchen, ein bisschen locker über den Schnee zu laufen, soweit es eben möglich ist auf so einer schweren Strecke. Das war jetzt halt so mein Ziel. Und ich wollte auch in die Abfahrten vor allen Dingen gut runterkommen. Da kann man gut Zeit machen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen da bergab. Ganz gut kann man sagen, ja. Und die Zeit zwischen der WM und hier haben Sie genutzt, ein bisschen runterzukommen, auch mental neu aufzutanken. Ist die Frische im Kopf immer noch da beim drittletzten Weltcup der Saison? Ich versuche natürlich, das hochzuhalten, dass ich jetzt mal alles gibt, dass ich auch voll fokussiert bin bei den Wettkämpfen. Natürlich war es jetzt nicht ganz einfach, es waren schon ein paar Tage dazwischen. Da habe ich versucht abzuschalten, einfach mal ganz was anderes zu machen, weg vom Biathlon. Dann haben wir eine sehr lange und anstrengende Reise gehabt. Jetzt ist es auch ein bisschen komisch, einfach sehr späte Startzeiten, 20.15 Uhr ist ja jetzt hier Ortszeit. Ich habe einfach versucht, das so anzunehmen und ich glaube, jetzt ist mir das heute sehr gut gelungen. Und die Gejagte sind Sie am Samstag in der Verfolgung, heißt es wieder voll angreifen. Hat Sie ein bisschen überrascht, dass die Gabi Kokolova ein bisschen geschwächelt hat? Den Vorsprung haben Sie auf jeden Fall ausgebaut im Gesamtweltcup. Ja, das freut mich natürlich, dass es für mich jetzt ganz gut ausschaut im Gesamtweltcup. Und das zeigt eben auch, dass Biathlon spannend bleibt. Man muss einfach immer total konzentriert bleiben am Schießstand in der Loipe und nur so kann man dann am Schluss auch ganz oben stehen. Vielleicht noch ein Wort zum Schießen, weil es doch unterschiedlich war. Manche hatten ein bisschen Bögenwind, bei Ihnen lief es okay? Ich hatte ein bisschen einen anderen Wind als beim Anschießen. Ich bin mal gespannt auf mein Schussbild, gerade liegend. Bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so saubere Schuss waren, aber Hauptsache die Scheiben sind weiß, das zählt. Absolut. Und jetzt morgen, wie wird so ein Tag verbracht zwischen Sprint und Verfolgung? Trainiert ganz normal oder steht irgendwas auf dem Programm? Mal einen Tempel besuchen hier? Schauen wir mal. Den genauen Plan habe ich mir jetzt noch nicht gemacht. Ich glaube, an Skistand werde ich morgen eher nicht gehen. Und auch die Loipen sind jetzt nicht so einladend, dass ich unbedingt langlaufen gehen muss. Vielleicht lieber ein bisschen Cross was machen, Koordinationsleiter. Und wenn es sich zeitlich ausgeht, dann gerne mal einen Tempel besuchen. Super. Also dann alles Gute, viel Spaß bis Samstag. Glückwunsch, Laura Dahlmeier. Und Tyrell Eckhoff steht bei Willi Haag. Tyrell, congratulations. What is the secret? Is Pyeongchang your best village? Ist das Ihr Lieblingsort? Ich hoffe es schon. Es war ein gutes Rennen für mich, aufregend. Ich habe fehlerfrei geschossen, das passiert nicht jeden Tag. It was a little bit disappointing season. Das war ein bisschen enttäuschend, die Saison für Sie bis hierher. Ja, das stimmt. Ja, ich war oft krank und habe sehr oft schlecht geschossen. Also heute war es einfach mal ein guter Tag für mich und ich bin sehr glücklich. Denn nach der WM war ich sehr depressiv fast schon. Ja. Maybe we should start with Pyeongchang next year. Ja, vielleicht sollten wir in Pyeongchang nächstes Jahr anfangen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Olympischen Spiele, sehr sogar. Thanks for coming. Danke. Ja, und bei mir ist Gerald Hönig, der Bundestrainer. Auch an Ihnen natürlich der Glückwunsch für die Leistung von Laura. Aber das kennen Sie mittlerweile, sind Sie gewohnt. Ist auch die Erwartung des Bundestrainers dann immer so, Laura vorn, der Rest dahinter? Ja, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Die Erfolgsgeschichte Laura Dahlmeier geht hier weiter. Und sie hat ja nun in den letzten Wochen wirklich eine Konstanz nachgewiesen. Und diese Erfolge in Hochfilzen sind sicherlich nicht einfach, auch als Rucksack mitzuschleppen in die weiteren Rennen. Dazu kommen wirklich anstrengende Tage für sie in der Nachbereitung der WM, beziehungsweise die Anreise hierher. Gut, die haben alle. Aber wie die Laura das immer wieder umsetzt, also ich kann nur einen Hut ziehen.
Sie hat eben gesagt, sie weiß gar nicht genau, wie ihr Trefferbild jetzt war in den Anschlägen, weil der Wind bei ihr so ein bisschen anders war als beim Anschießen. Wie war es, das Trefferbild? Es war sehr gut. Ich habe sie gerade noch getroffen auf dem Weg hierher und habe ihr ein Riesenkompliment gemacht. Also da hat heute überhaupt nichts gewackelt. Sie hat super konsequent gearbeitet. Das war eines der schnellsten Schießzeiten, glaube ich, bei ihr auch in den letzten Wochen, die ich gesehen habe, mit einer sehr guten Trefferlage. Also dort hat sie heute überhaupt nichts anbrennen lassen. Ich glaube, man sieht es hier auch. Ja. Das waren alles Bereich Zentrum, links, tief, die Treffer. Alle ein Schuss im anderen, also das war perfekt. Was beeindruckt Sie mehr? Die körperliche Fitness, dieses Unbedingte oder die mentale Stärke, die Laura in ihren jungen Jahren schon mitbringt? Es ist eigentlich die mentale Stärke. Dass mit der Laura über Jahre ein Talent gereift ist, was mit außergewöhnlichem Talent auch im physischen, physiologischen Bereich gesegnet ist, das haben wir beobachtet. Das war zu merken noch im Juniorenalter. Aber wie sie das hier Woche für Woche umsetzt, im Vergleich auch zu den anderen Weltbesten, wenn man heute sieht, eine Tyrell Eckhoff sicherlich hochmotiviert, ja, nach einer schlechten WM, die Laura mit solchen Erfolgen reist weiter und setzt diese Erfolgsserie fort. Also das ist eigentlich das, was mich mehr beeindruckt. Und am besten der nächste Erfolg schon am Samstag. Danke, Gerhard.